Hallo und willkommen zurück bei General Atomics. Oder auch nicht. Gut, die nächste Quest, die wir annehmen werden, ist... Wir gehen zuerst zu Volt 81. Ja, 81 und da machen wir schnell die Quest mit dem Anti-Drogen-Quest. Aber wir speichern vorher ab, um zu schauen, was die kleine Kate dazu sagt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Aber das war wohl nicht so. Gut. Dann ab mal zu World 81. Oh ja. Da kommen mir auch noch etwas anderes in den Sinn. Das ist der einzige Wort, der für die Leute noch ein Zuhause ist. Verrückt, dass sie sich hier draußen abschotten wollen. Gut. Es gab einen vollkommen unentdeckten Abschnitt im Vault. Das ist so gruselig. Wir sorgen für die Sicherheit im Vault. Ja. Du hast Mumm, den Pippo da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass der dir noch keiner klauen wollte. Ja, jeder, der es versucht hat, ist nicht mehr. Kommst du? Wie weit unten? Ah, wollte ich gerade sagen. Zuerst gehen wir bei uns vorbei. Das war, glaube ich, gleich hier. Tja, das ist ausnahmsweise mal angenehm. Danke, Kate. Transfer, Wackelpuppen. Kleidung, Hilfsmittel, diverses. Kogna der Baba. Intelligenz, Wackelpuppe. Ja! Moment. Nein, das geht nicht. Man braucht die klügsten Köpfe, um... Okay. Gut. Dann wo ist... Habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Ja. Da. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Whittaker erlaubt mir, dass ich mir freilehne. Kannst du das glauben? Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Anscheinend haben die Maulwurfsratten viel Schaden angerichtet. Jetzt, wo er von ihnen weiß, gibt es Licht am Ende des Tunnels. Ja, ich habe gehört, dass die Sicherheit das Training wegen der Vorfälle erhöht hat. Ja. Man fühlt sich absolut sicher, wenn man weiß, dass die Sicherheit bisher kein einziges Kampftraining hatte. Okay. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf Friseure. Speichern? Ja, ich weiß, man trifft selten auf Friseure. Und hallo, Bobby. Hi, Bobby. Hey, Besucher von draußen. Ich bin für die Generatoren zuständig. Ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Was hast du... Du hast das Sagen? Nein, deine Sucht. Ich bin wegen deiner Gewohnheit hier. Meine Gewohnheit? Ich habe keine Gewohnheiten. Meine Entschuldigung, ich habe ein bisschen Chat. Willst du aufhören? Willst du nicht damit aufhören? Och schon, aber ich kann nicht. Der Ort hier, die Arbeit, das Chat macht alles...
erträglicher. Anständig? Was meinst du mit erträglicher? Ist doch egal. Du würdest es eh nicht verstehen. Du brauchst Hilfe, Bobby. Geh zu Rachel. Sie hat Medizin, die dir hilft. So einfach kann das nicht sein. Ich mach die ganze Entzugsscheiße nicht nochmal durch. Außerdem bin ich gern high. Nur so lässt sich die Zeit in 81 überstehen. Addictol wird helfen. Schon mal von Addictol gehört? Hast du schon von Addictol gehört? Ist ein Mittel zur Suchtbehandlung. Ja schon, aber ich dachte, das wäre die Mutter aller Drogen, weißt du? Bei dem Namen, verstehst du? Klingt nach der schlimmsten Droge, die es zu kaufen gibt. Ich hätte nie gedacht, dass es für die Suchtbehandlung ist. Ich weiß nicht. Rachel hat Addictol. Du spürst nicht mal die Symptome. Was? Keine Entzugserscheinung? Wenn das so einfach ist, bin ich dabei. Ich gehe gleich zu ihr. Und Kate sagt nichts dazu, aber ich will ihn überzeugen. Und dafür fahre ich die gröbsten Geschütze auf, die ich habe. Moment, sauberer schwarzer Anzug. Perfekt. Bobby. Hey, Besucher von draußen. Ich bin für die Generatoren. Deine Sucht? Ich bin wegen deiner... Meine Gewohnheit? Ich habe keine Gewohnheit. Willst du nicht damit aufhören? Och schon, aber... Was meinst du mit erträglicher? Ich kann diesen Job nicht erledigen. Das macht alles der alte Rusty. Und die Leute tuscheln hinter meinem Rücken. Und die Arbeitszeiten? Der Aufseher sagt, dass ich rund um die Uhr auf Abruf sein muss. Und die Generatoren gehen ständig kaputt. Das ist mehr, als ich packe. Hilfe holen. Du brauchst Hilfe, Bobby. Geh zu Rachel. Sie hat Medizin, die dir hilft. Wirklich? Ich wusste nicht, dass es Drogen gibt, um Drogen zu behandeln. Wenn das so einfach ist, gehe ich sofort zu ihr. Okay. Hast du schon von Addictol gehört? Ja, schon, aber ich dachte, ich hätte nie gedacht. Rachel hat Addictol. Du spürst nicht mal die Symptome. Was? Keine Entzugserscheinung? Wenn das so einfach ist, bin ich dabei. Ich gehe gleich zu ihr. Gut, sie hat nichts dagegen, also. Hey. Na klar, was ist los? Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Es läuft alles gut und wird immer besser. Ich hoffe, es bleibt so. Was meinst du? Nichts ist befriedigender. Ja, ja. Was meinst du? Dem Nächsten, der mich vögeln... Mehr gibt es nicht. Sicher. Okay, und jetzt ab zu... Tanja, Tina, was auch immer. Okay, was hatten wir? Das war das eine. Moment, Metallrüstung, Metallrüstung. Hier viele. Nein, einmal das hier, dann das, dann das und natürlich noch den sauberen Minuteman-Anzug. Schmutzige Militäruniform war es doch, oder? Ja, also Armeeuniform. Genau so. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsythe und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Okay, gut. Ja, aber im Moment brauche ich keinen Arzt. Ich brauche... Du bist wieder zurück. Und dein Freund? Patient für dich. Bobby ist unterwegs. Bobby DeLuca ist auf dem Weg, um seine Sucht behandeln zu lassen. Du hast ihn überredet, aufzuhören? Gut. Ich werde bereit sein, wenn er kommt. Eine Sucht lässt sich ohne Unterstützung nur schwer bewältigen. Er hat Glück, Freunde wie dich zu haben. Bobby, wie schön, dass du gekommen bist. Ich will clean werden. Ich kann dir helfen, aber du musst mir vertrauen. Wird es wehtun? Du fühlst dich einige Stunden lang bestimmt unwohl, bis das Addictol wirkt. Aber dann fühlst du dich besser als jemals zuvor. Vielen Dank.
für deine Ehrlichkeit. Okay, ich bin bereit. Vielen Dank, dass du ihn hierher gebracht hast. Ab hier übernehme ich. Wenn du jemals was brauchst, komm zu mir. Okay, Bobby? Hi, Bobby. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, das Jet nicht mehr zu brauchen. Rachel. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Viele Patienten? Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Hallo, Rachel. Kann ich was für dich tun? Also im ärztlichen Sinne natürlich. Heile mich? Wirf mal einen Blick darauf, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Strahlung heilen, nichts. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Zahnfleischbluten. Anzeichen von Anämie. Ja, wir sollten dich besser entgiften. Bing. Gut, wir wurden entgiftet. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, nichts. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht, sonst war meine Arbeit umsonst. Ja, werde ich machen, also drauf achten, nicht zu sterben. Gefahren der Neugier. Austin hat Glück, dass er offenbar neun Leben hat. Sagt er sonst noch etwas anderes? Hallo, Dr. Forsyth. Ich würde zu gern wissen, woran Vault-Tec jenseits unserer Mauern geforscht hat. An irgendwelchen seltsamen Sachen. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag noch erlebe, an dem Bobby clean wird. Hi, Tina. Bobby ist anders, seit du ihm geholfen hast, clean zu werden. Arbeit ist in seinen Augen immer noch scheiße, aber ich hoffe, ich glaube, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Rachel hat gesagt, dass es Bobby dank dir jetzt echt gut geht. Hey, Tina. Mein Gott, ich kann nicht fassen, dass du das geschafft hast. Dank dir ist Bobby clean. Ich habe Bobby noch nie so motiviert gesehen. Jetzt, wo er clean ist, ist er ein ganz anderer Mensch. Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Holt? Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Okay. Oh. Betrügt er etwa seine Frau? Okay, ich höre nichts. Vielleicht ist es auch nur Zufall, dass die zwei sich da verstecken. Ja, die KI hat sie irgendwie da reingeschleust. Ja. Gut. Offenbar ist Bobby DeLuca jetzt endlich clean. Wurde auch Zeit. Ja, ja, ja. Habe ich gerne gemacht und... Oh. Hallo? Du hast Austin das Leben gerettet. Dr. Forsyth hat gesagt, dass er ohne das Heilmittel nichts hätte tun können. Hey, Katie. Für die Kinder bist du ein Engel, weil du Austin gerettet hast. Das ist ein großes Kompliment. Gut. Hallo, Katie. Es ist schön, dass Austin wieder hier ist. Ohne ihn war der Unterricht nicht derselbe. Das war das letzte Mal, dass ich Ashes aus den Augen gelassen habe. Hey, Kleine. Danke nochmal, dass du Ashes zurückgebracht hast. Mir geht es schon viel besser. Mhm. Ich habe Oma gesagt, dass ich mich von so einer Maulwurfsratte nicht kleinkriegen lasse. Okay, sehr gut. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Samen. Pass auf dich auf, guter ich Mann. Ich brauche mehr Samen. Gut. Ich bin ein guter Mann. Ich bin so dankbar, dass es Austin wieder gut geht. Gut. Mhm.
Wo war der Laden nochmal? Ich glaube hier. Was? Ja, genau. Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Vielleicht. Ich überleg's mir. Lass dir Zeit. Oh. Kann ich dir mit etwas helfen? Dann also. Muss mal sehen, was du so hast. Toll. Ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Gut. Wärter des Aufsehers. Das ist eine Schrottflinte, soviel ich erkennen kann. Aufseher. Aufseher. Okay. Sonst, ne, nichts Gutes. Zumindest nichts für uns. Also gut, dann gehen wir wieder hoch. Aber wo ist Kate? Sie war doch gerade noch hier. Ah, gut. Und jetzt gehen wir zu Vault 95. Ich habe keine Füße. Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da dir gehört. Ja. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Gut. Und ab. Yep. Und raus mit uns an die helle Sonne. Hallo? Aber bevor wir... Alle wollen was von meinem Angebot haben. Oh Gott. Cricket. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Was steht zum Verkauf? Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Haben wir. Schau mal, was du hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Auf gut Glück, Knarre. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und retten... Also auf gut Glück. Sonst... Springmesser... Chinesisches Schwert. Ob es etwas Besseres gibt als chinesisches Schwert? Sturmgewehr. Plasma, aha. Verbesserte Selbstzielmierung. Okay. Gut, hier ist nichts Besonderes. Blei, Federn, Silber, Zahnräder. Munition. Bewegung und du bist tot, Ödländer. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Okay, gut. Zuerst geht es nach... Zuerst geht es nach... Sanctuary. Und irgendetwas gefällt mir nicht, denn ich habe nur noch 77% Moral. Gut, ich muss schauen, was da los ist. Das darf nicht zur Gewohnheit werden. Gut. Ist das sie? Nein. Nein, wo ist sie? Ist das sie? Ja, T-60er Rüstung. Gut. Das einmal Transfer. Den ganzen Schrott habe ich abgeladen. Hey! Brauchst du was? Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? Ja. Patronen. Woher hat sie die Patronen? Wer ist
ihr gegeben? Keine Ahnung. Hier draußen ist es ruhig. Zu ruhig. Ja. Das wolltest du schon immer mal sagen. Ups, nein. Was machst du da? Oh Mann. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aha, Impro kann weg. Kann weg. 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 Okay, das hätten wir. Und jetzt einmal hier alles zerteilen. Erstellen. Voltanzug, nein. Beinbekleidung? Bleiverkleidung. Reduziert Strahlung. Ah, so. Ohne extra, ja. So, das sollte deine Lebenserwartung ein Stück verlängert haben. So, der Rest. Ich würde 100 Meilen weit gehen, wenn ich wüsste, dass am Ende ein Haufen Kronkorken auf mich wartet. Kampfrüstung, Link. Stärkt Polymer, das ist das Stärkste, aber nein. Stärkt Standard kein Skit und gestützt. Reduziert Fallschaden. Bring es über die Bühne. Und weg damit. Und was haben wir noch da? Metallrüstung. Standard. Und weg damit. Hm. Ich würde für einen Drink töten. Moment mal, habe ich ja sogar schon mal getan. Und noch stolz drauf. Robust, gut, das kann weg. Und leider das hier. Aha. Taschen auch leeren. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Was? Groll? Ja, bevor ich es vergesse. Transfer, gesammelter Schrott. Ja, aber nicht. Auch die Mods müssen weg. Und Hilfsmittel. Genau, wir können Blutpakete, Buffout, Cam, gleiche Soße, das kann bleiben. Right away müssen wir behalten, Ribeye Steak, dann kann das weg, Stillboy. Stechflügel, Flügelerfleisch, gut. Und der Rest kann weg. Gut. Noch schnell einen Blick drauf werfen. Ja, wir können ein paar Sachen verkaufen. Bei den Waffen. Aha. Gut. Okay. Oh. Die Tussi ist weg. Transfer. Waffen. Gut. Noch ganz, ganz schnell kochen gehen. Hui. Suppe. Okay, und was können wir noch machen? Dreckige Ödelländer. Noch nicht. Stechflüglerfleisch. Leguan am Stiel.
Okay, und nichts mehr. Nicht dreckiger Ödländer können wir noch. Okay, gut, das wär's. Das können wir alles wieder zurücklegen. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer gefunden. Besser als mit den Gunnern zu arbeiten. Bin froh, dass das vorbei ist. Okay, das klingt schön, das ist gut. Wir saufen uns ein bisschen an. Gut, das sollte reichen. Dann hier Transfer. Hilfsmittel. Beisteig. Diese drei Sachen. Gut. Oh, ja. Wenn ich schon gerade hier bin. Neun Leute, es fällt ein Bett. Möbel, Betten. Hier ist es mehr oder weniger bedacht. Vorübergehend. Kann hier ein Bett hin. Ja, alle sind wieder glücklich, alle sind wieder tutti. Gut, Powerrüstungsstation. Lassen. Gut. Du zeigst aufs Ziel und ich knall es ab. Ganz einfache Arbeitsteilung. Ja, ganz schöne und einfache Arbeitsteilung. Ja. Ist klar. Sumpfwald. Nein. Kaufhaus Fallen. Der Aggressor-Thron-Roboter wurde von Robco als Frontkämpfer für Kriegseinsätze der US-Militär gebaut. Aber ja, er sieht weiblich aus. Deshalb heißt er eine Aggressor-Thron-Roboter auch Cleo. Was wär da sein? Wir spielen, kleiner Mensch. Komm, komm. Okay, so geht's auch. Und sollten da nicht Minutemen sein? Moment. Schatz, steh auf. Okay, wo? Okay, und los geht's. Gut, und nächster bitte. Und hopp. Okay. Ich glaube, das war's. Krank. Das ist einfach nur krank. Meinst du das, was wir hier sehen, oder? Allgemein. Denn das, was wir hier sehen, finde ich wirklich krank. Aber gut, gehen wir jetzt wieder raus. Der hat's reingeschleudert. Okay.
Okay, in welche Richtung müssen wir gehen? Genau. Das ist das dort. Okay. Weil letztes Mal war es hier voll mit Minutemans. Was ist aus denen geworden, Plünderer? Ritterrüstung, Gutzeug. Sieht so aus, als wären sie gestorben. Tja, zu schade. Gut. Ah. Sonst noch jemand? Nein, das sieht nicht so aus. Oh. Wir haben wenigstens diese Moskitos getötet. Und da hat sich etwas bewegt. Ich kann es aber nicht ausmachen, ob es freundlich oder Ghana-Soldat. Das sind Ghana, also. Gut, wir sind jetzt auf einer anderen Mission. Schwert und wegstecken. Was haben wir hier Schönes? Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Nein! Dafür du bezahlen! Jetzt wird's persönlich! Okay. Findest du? Ich brauche das nicht unbedingt die ganze Zeit, aber okay. Wenn du das willst. Was ist das? Okay. Kurzer Moment bitte. So. Schön mit dir den Boden aufzuwischen. Gut. Seltsamer Ort. Hörst du das? Halt durch. Au. Ich komme. Komm. Komm. Ich reiß dir den Arsch auf! Oh, das hat sicher wehgetan. Gut. I. So, das sollte uns wieder auf Vordermann bringen. Ja. Okay, Kate hat's gefallen. Ich habe gehört, dass die Leute vor dem Krieg betrunken gefahren sind. Aber das ist echt schräg. Okay. Was haben wir hier? Säsack. Schreibtisch. Gibt's Grundkorken? Mirelock Eier. Right away. Gut. So, alle tot. Nein! Nein! Trink! Ah, zu spät.
gut. Verdammt, also schauen wir uns das hier mal ein bisschen genauer an. Hopp. Hopp. Nein. Komm schon, Baby. Zeig mir, was du drauf hast. Meierlock König. Wow. Ja. Gut, noch schauen, wo wir als letztes gespeichert haben. Fuck. Hallo? Och, nö. Oh, ja, gut. In der nächsten Folge geht's wieder nach da unten. Verdammt. Denn wir wollen zu Vault 95. Ah. Wenn wir der Hauptstraße folgen, sollten wir direkt da rankommen. Vielleicht. Sumpfwald und dann einfach der Straße folgen. Wäre eine Möglichkeit. Aber, ja, jetzt speicherst du automatisch. Ja, geil. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Gut, also. Klare Nacht heute. Hoffentlich hält das Wetter. Also, Leute, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.